So, wer uns gestern Abend verfolgt hat, da waren wir im Dunkel kaum zu sehen. Die Leute haben sich beschwert und haben gesagt, wir sind so schlecht zu sehen, dass wir es heute nochmal haben wollen, in live und in echt. So, alle kennen Lukas, denke ich mal. Mich kennen auch so einige. Und wir stehen ja jetzt bei mir in der Siedlung. Lukas ist mit einem nagelneuen Karmas auf dem Weg Richtung Heimat, nochmal 5000 Kilometer ungefähr, schätze ich mal. Ja. Und er hat kurz einen Boxenstopp gemacht bei uns. Und so haben wir uns wenigstens mal nach Jahren wieder live gesehen. Ja. Und wir ticken, wir sind Russland-Freunde. Und Lukas hat, wie gesagt, mit dem Karmas Großes vor, erinnert mit der Setan. Lukas kann euch ja vielleicht ein bisschen was erzählen, was er vorhat und was du eigentlich machst. Du hast ein Camp in Ulan-Ude. Genau, also ich habe grundsätzlich ist das Hauptgeschäft, was ich mache, ist halt Reisen anzubieten am Baikalsee in Buryatien, in dieser Ecke Sibiriens. Die Gegend kenne ich sehr gut und ich führe da meine Gäste zu Orten hin, an die sie sonst nicht einfach so kommen können. Ich zeige ihnen den Baikalsee, die ganze Umgebung, auch den Süden, die Steppenlandschaft Richtung Mongolei. Es ist der Mongolei schon sehr ähnlich da, nur mit dem Vorteil, dass eine gewisse Infrastruktur vorhanden ist. Ich habe mir eben in Nähe von Moskau diesen Kamaz jetzt gekauft. Viele wissen ja, dass ich vorher einen Magirus hatte. Den hatte ich verkauft aus verschiedenen Gründen, die jetzt hier zu erzählen zu weit gehen würden. Und meine Idee ist es, aus diesem Kamaz hier wieder ein Reisemobil für vier Gäste zu bauen, mit zwei separaten Schlafabteilen, Toilette, Küche, Warm-, Kaltwasser, alles, was das abenteuerliche Reisen irgendwie auch komfortabel macht. Also zwei Pärchen können unabhängig voneinander bei dir mitreisen? Genau. Also nicht bloß vier Leute, sondern zwei Pärchen? Genau, ja, genau. Und im Weiteren haben wir in Ulan-Ude mit meinem Kumpel und Nachbarn Moritz, ein Deutscher, der auch schon jahrelang in Russland unterwegs ist, hat eine Familie. Und mit ihm zusammen betreiben wir einen Campingplatz in Ulan-Ude. Wir waren da gerade mit dem Aufbau beschäftigt, als diese Covid-Sache kam. Das hat das ein bisschen zurückgeworfen, aber wir sind zuversichtlich, dass das weiterhin so gehen wird. Also auch wenn ihr mit dem Fahrzeug unterwegs seid, seid herzlich willkommen bei uns auf unserem Campingplatz. Und von da aus haben wir natürlich dann auch die Möglichkeiten, Tagestouren oder Mehrtagestouren anzubieten, um den Leuten und interessierten Personen halt die Eigenheiten und die Spezialitäten des Landes da ein bisschen näher zu bringen. Aber ich denke mal, sagen wir mit einem Tag bei dir wird nicht reichen. Wer ein bisschen den Baikal sehen will, eine Woche, 14 Tage, muss er bestimmt Minimum rechnen, sage ich mal. Oder? Also wenn jemand mit mir eine Reise machen will, unter 14 Tagen, mache ich grundsätzlich nichts. Mhm. Weil meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, irgendwie aus Deutschland oder der Schweiz oder aus Europa hierher zu fliegen. Mhm. Ich meine, es sind immerhin ungefähr 9 Stunden Flug. Mhm. Und dann irgendwie bloß ein paar Tage wieder zurück, das ist von mir aus gesehen Schwachsinn. Die Ausnahme ist im Winter. Im Winter ist es dann zu lange, 2 Wochen, weil man hat einfach weniger Möglichkeiten, sich draußen aufzuhalten. Im Winter gehen die Touren normalerweise zwischen 8 und 10 Tagen. Aber was ich natürlich auch mache, die kleinen Touren, also Mehrtagestouren, 2, 3 Tage, das ist dann vor allem gedacht für Leute, die mit der Transsibirischen unterwegs sind. Also die halt in Moskau in die Transsibirische einsteigen und Richtung Mongolei oder Vladivostok oder wo auch immer fahren und dann halt mit verschiedenen Zwischenstops. Und da macht es natürlich durchaus Sinn, wenn man da noch 2, 3 Tage auch mit mir unterwegs bin, also halt deutschsprachige Führer, der die Landessprache spricht. Ja, du kannst perfekt Russisch, wie ich gehört habe. Ja, perfekt würde ich jetzt vielleicht nicht gerade sagen, aber ich kann mich mit den Leuten unterhalten. Mhm. Und ich kenne natürlich Land und Leute, die Kultur und gerade in Buryatien ist es natürlich sehr spannend. Also wir haben da halt, wir haben Buddhismus, wir haben Schamanismus und wir haben Orthodoxie. Es ist eine friedliche Koexistenz. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie viel überhaupt Russland grundsätzlich ein sehr schönes Beispiel, wie viele Völker friedlich miteinander leben können und miteinander auskommen. Man muss sich vorstellen, Russland hat 130 verschiedene Völker. Und ich wäre überaus glücklich, wenn das Schule machen würde über die russischen Grenzen hinaus, dass man auch wieder mit Europa, respektive Europa mit Russland, wieder eine Freundschaft schließen kann.
Und dieses ganze Kriegsgezanke, was jetzt im Moment läuft, diese Kriegshetze, übrigens auf beiden Seiten, dass das ein baldiges Ende findet und dass die Menschen untereinander wirklich in Frieden und Freude miteinander leben können. Und die Erfahrung, die ich mache, ist, dass die Russländer und Russländerinnen grundsätzlich ein sehr, sehr friedfertiges Volk sind. Die haben überhaupt kein Interesse an irgendwelchen Konflikten. Im Gegenteil, ich mache die Erfahrung, gerade als Westeuropäer, dass die wirklich immer sehr, sehr interessiert sind an den Leuten, die aus dem Ausland kommen. Die wollen wissen, wie es bei uns genau ist und die sind wirklich, und das kommt von Herzen, das ist nicht nur vorgespielt. Also gleicher kann ich auch bestätigen, also die russische Gastfreundschaft ist nicht ist umsonst legendär. Und wenn man sie einmal erlebt hat, dann hat man die Beweise, egal was es ist, ob man liegen bleibt, ob man was sucht, es ist der Russe immer da und hilft. Und da geht es nicht um Geld oder irgendwas, sondern er hilft einfach. Ja. Nee, also ich habe die Erfahrung machen dürfen, dass ich nicht mal eine Panne hatte und da kamen auch die Russen vorbei und haben gefragt, was es braucht. Und da habe ich gesagt, eben hier das und das. Und dann haben sie gesagt, ja, wir werden das organisieren. Und ich habe dann die falsche Frage gestellt, was wird das kosten? Ja. Und das kam gar nicht gut richtig, an, weil sie richtig. Haben echt gesagt, wir sind hier zu helfen, es geht nicht um Geld. Richtig. Wir können dann von mir aus, wenn alles noch okay ist, können wir von mir aus darüber reden. Jetzt schauen wir erstmal, dass deine Karre wieder flott ist, danach gucken wir weiter. Richtig, da setzen wir in aller Regel mit Ihnen gut wirklich hin, hat vielleicht noch einen schönen Abend und dann ist das Thema eigentlich erledigt. Genau. So, das war auf der Kürze Baikal Lukas in Nischni Nowgorod in der Siedlung. Und jetzt steigt er in sein Karmas und fährt wieder Richtung Heimat. Zumindest habe ich gesagt, machen wir mal gemeinsam ein kurzes Video. Dann habt ihr mal so einen Überblick, was ihr hier machen könnt. Das wisst ihr sowieso. Und welche Möglichkeiten ihr Richtung Sibirien habt. Reist einfach mal durch Russland, lernt Land und Leute kennen. Und schon habt ihr kein Feindbild mehr. Und dann könnt ihr auch nicht mehr das glauben, was die Medien so verbreiten. Sondern ihr kennt es persönlich, habt einen eigenen Eindruck davon. Und somit seid ihr propagandaresistent. Na gut, euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und hoffentlich bis bald am Baikalsee. Alles Gute. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Alles klar.